Guten Tag. Erste Prototyp ist soweit fertig, dass nur noch die Haube fehlt. Hier unten drunter ist ein 3 Ampere 12 Volt Lüftermotor als Doppelbedini umgebaut worden. Doppel-NPN, Hans im Glück Wicklung. Ich denke, damit müsste ich auf mindestens 20.000 Umdrehungen kommen. Wir haben die Welle so gemacht, dass sie federnd ist. Dass das dann hier richtig schön brrrt loslegen kann. Und ja, ich habe halt erstmal mit den Dateien das probiert, die wir haben. Der Kranz hier ist leider nicht richtig ausgedruckt worden. Also der wird nicht hundertprozentig funktionieren, aber vielleicht kriegen wir ja trotzdem erstmal so ein paar erste Eindrücke von dem ganzen Ding. Da sind ja noch ein paar Fragezeichen offen. So, den richtigen Probelauf werde ich erst machen, wenn die Haube drauf ist. Ihr könnt jetzt nur mal kurz sehen, wie sich's. Wie es losläuft. Und ich kann dann hier mit dem Potti kann ich dann eben noch höher drehen. Aber das lasse ich jetzt erst einmal. Es müsste auf alle Fälle so funktionieren. Ach ja, und ein Loch ist auch in der Mitte, ne, wie Sie es gehört, dass der Wasserstoff schön durch die Mitte durchflitzen kann, wenn hier oben drüber der Unterdruck erzeugt wird. So, heute ist der Tag des Probelaufes. Mir wurde auch eine sehr gute Unterstützung aus dem Universum dafür zugeteilt, aber die lassen wir jetzt mal ein bisschen im Hintergrund, die Unterstützung. Jetzt möchte ich erstmal noch ein bisschen zeigen, wie das Ding aussieht, bevor es das zerfetzt hat. So. Die Scheiben sind aus Kupfer-PLA gedruckt worden und in der Mitte ist ein Loch, wo der Wasserstoff durchsausen kann. Hintergrund dessen war gewesen, so wie ich Fritz verstanden habe, wir haben ja hier alle möglichen verschiedenen Luftmoleküle in unserer Luft drin. Ne? Da haben wir Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und dann halt noch die ganzen Edelgase. Und das Leichteste, was als leichtestes im Periodensystem der Elemente angegeben wird, ist der Wasserstoff. So. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das wie ein Staubsauger funktioniert, dann zieht der Staubsauger natürlich auch als erstes die leichten Teile an. Ne? Ist ja irgendwie logisch. Wenn er einen Staubsauger hinlegt und dann irgendwas wegsaugen will, dann kommen zuerst die leichten Teile rein. So, und die leichten Teile wäre hier der Wasserstoff, der sucht sich praktisch den Kanal in der Mitte. Deshalb hier in der Mitte dieses Loch, wo der Wasserstoff durchrauschen kann. Bei mir ist es jetzt ein vergoldetes Trinkröhrchen. Ich bin jetzt echt froh drüber, dass es keine Plastik-Trinkröhrchen mehr gibt, weil jetzt gab es für 7,99 € 10 solche vergoldeten Edelstahl-Trinkröhrchen, die genau in die Mitte meiner Kohlenstoffwelle passen. Außenrum habe ich nämlich nochmal Kohlenstoff. Das kann ich auf der anderen Seite sehen. Also dieses Trinkröhrchen hat jetzt keinen direkten Kontakt mit dem Kugellager, sondern dazwischen ist noch eine Kohlenstoffschicht, weil ich ja eventuell damit rechne, dass wenn der Wasserstoff hier durchmacht, dass es ziemlich heiß wird. Ich kenne das Experiment noch vom Walter Meine, als er mit Palladium war es, glaube ich, gewesen. Ich habe es jetzt noch nicht verstanden. Wie entzündet es sich oder wie kommt es jetzt zustande? Es ist folgendermaßen, wenn HHO-Gas mit Platin in Verbindung kommt. Es ist so, dass es sich also sofort spontan entzündet, wenn die Konzentration hoch genug ist. Ansonsten wird es eben in diesem Cut praktisch katalytisch verbrannt. Das heißt, das HRO wird wieder zu H2O, also zu Wasser, und gibt eben Wärme frei. Jetzt auch. Ah, und schon ist explodiert. Schau, zack. Aha. Da hatte ich es mal drauf gehabt, jawohl. Ja. Also, da wird es jetzt schon glühen, ne? Nur, Zack, dass jetzt das explodiert schon wieder. Gas jetzt hier Also, reinkommt. das ist. Oh.
Wasserstoff spontan entzündet hat, ohne da irgendwie eine Zündquelle noch mit zu haben. Also der Wasserstoff ist da nur an diesem Katalysatorteil vorbeigemacht und schon hat sich's entzündet und ist heiß geworden. Das könnte jetzt hier auch der Fall sein. Die zweitschwereren Stoffe, dementsprechend Kohlenstoff und Stickstoff, müssten dann eigentlich hier durch die Membran gesogen werden. Die müssten dann hier reinkommen und die müssten durch die Membrane gehen, nach außen, ne, durch die zwei übereinanderliegenden Wellenscheiben. Ne, bei mir drehen sich beide Wellenscheiben mit, das macht für mich noch so viel Sinn. Wir haben jetzt leider ein Modell, wo die Wellenscheiben nicht exakt groß sind. Ne, ich werde ganz am Ende nochmal meine Wunsch-Repulsinen-Datei euch ans Herz legen, wie ich es gern hätte. Das sind jetzt momentan die Teile, auf die wir zugreifen können. Komm gleich hoch. Ich muss erstmal anlaufen. Fahren wir mal links rum. Mal gucken, ob es klappt. Da kommt sie. Sie läuft. Okay. Ja, ich komme. Hui. Ah, hier ist der Helm. Okay. Läuft schön ruhig. Oh, jetzt bewegt sie sich. Jetzt hubbelt sie weg. Was? Naja, die hat sich jetzt ein bisschen bewegt. Aber ich glaube, sie hat sich nur ein bisschen weggehubbelt. Ist noch irgendwas weggeflogen, so wie es geklungen hat. Aber die Drehzahl hält schon mal aus. Sehr schön. So, ich fahre jetzt mal ein Bedini ein bisschen höher. Hä? Na. Oh Mist. Ich krieg das mit einer Hand nicht hin. Aber es sieht eigentlich ganz safe aus. Okay. Ist die Batterie safe? Die ist auch safe, die ist auch auf Laune umgerüstet. Gut, Probelauf die zweite, jetzt mit richtigen 12 Volt. Vorhin hatten wir nur 10 Volt dran. Ach krass, wir haben die Potties schon ganz hoch gedreht. Du, die Potties mal direkt zur anderen Seite fahren. Und das andere auch, alle beide. Ja. Gut, Anschlag auf der einen Seite. Gut. Hier? Ja, mal gucken. Jo, genau, das müsste sein. Komm, ja. Jawohl. Das hört sich jetzt schon aus, als geht es das. Ja, jetzt können wir sie erstmal so hier fahren lassen. Jetzt fährt sie erstmal hoch. Du schön über die Kanne halten. Ja, gut. Okay. Jetzt kommen die kritischen Drehzahlen. Hoffentlich hältst du es aus. Na, komm schon. Jetzt. Jetzt. Komm schon, weiter. Jetzt kommt sie. Komm schon.
Okay. Ja, jetzt wird es ruhiger. Erstmal nichts, die wird ja immer noch schneller und schneller, ne? Hörst du es? Prima, das eine kleines bisschen nach rechts. Genau, das hier kleines bisschen nach rechts. Kleines bisschen. Genau, in die Richtung, jawohl. Hast du ein bisschen? Hm? Gut, jetzt das andere auch noch ein bisschen. Einwandfrei. Cool, ich habe eine schöne Lampe. Und es leuchtet wie Sau. Haha. Fetzt. Oh, er ist richtig hell. Krass. Meistens, das ist der Moment kurz bevor sie explodiert. Nee, sieht schön aus. Eine schöne Lampe ist es. Ich glaube, ich traue mich jetzt mal hinzugehen. Das sieht sehr stabil aus. Sieht sehr stabil aus. Okay. Aber die Unwucht ist noch ganz schön krass. Jetzt merke ich, dass hier die Unwucht ganz schön krass ist. Unwucht, die wackelt hin und her, meine. Uiuiui. Meine Scheibe eiert ein kleines bisschen. Das kriegst du dann aber erst mit bei hohen Drehzahlen. Wollen wir es erstmal dabei lassen? Ich glaube, für den ersten Lauf können wir es erstmal so lassen. Jawohl. Okay, nächster Testaufbau startet. Die letzten Tests waren mit 10 Volt und 11,5 Volt. Jetzt haben wir 12 Volt dran. So, diesmal haben wir zwei Kameras mit dabei. Die eine lege ich mal weg zum Anwerfen. Muss ich mal hintergehen. Und wir haben jetzt zusätzlich noch eine Waage, die das ganze Ding wiegt. Okay. Läuft. Noch ist er ganz schön ruhig. Okay. Was denn jetzt? Wird sie schwerer oder was? Ne, minus 2 Gramm. 2 Gramm ist es schon mal leichter. Na, immerhin. Jetzt wieder nicht mehr. Jetzt wieder 2 Gramm leichter. Und jetzt 3 Gramm. Jetzt kommen wir in diese speziellen Frequenzresonanzen von der Scheibe. Gut, da müssen wir irgendwie drüber jetzt. Okay, also ab zum Potentiometer. Was war das? War ich das? Okay, so, ich regel mal ein bisschen. Höher kommt sie jetzt auch nicht. Ah, beim Hans im Clickbait-Dini ist halt die Sache, wenn man da hochregelt, da regelt man wirklich nur einen Ausgang hoch und nicht die Drehzahl. Ah, das habe ich irgendwie missachtet. Aber, naja gut, ich wollte eine Lampe haben, ne? Ich wollte eine Lampe haben, die jetzt 4 Gramm leichter ist. Fetzt. Cool. Also wenn jetzt die Vibration die Waage nicht hier durcheinander gebracht hat, haben wir jetzt schon mal, wenn man dem hier Glauben schenken darf, 4 Gramm, was das Ding leichter ist. Und läuft schön ruhig, jetzt in der Drehzahl, und macht auch ein ganz ordentliches Licht, das Teil. Einwandfrei. Okay, also als richtige UFO-Lampe
die auch noch ordentlich Wind macht. Ne, hier seht ihr, wie überall die Reste vom Drucken hin und her wedeln. Also hier kommt auch ordentlich Wind raus. Das könnte schon wirklich mit diesen minus 4 Gramm hier oben zusammenhängen. Und das sind jetzt schon ziemlich geringe Drehzahlen. Ich vermute mal so 1000 oder 2000 Umdrehungen mehr sind das jetzt hier nicht. Na, ihr seht auch, das eiert so richtig, das wackelt so. Der Zoom kriegt es gar nicht richtig scharf, weil das hier wirklich in der Mitte ganz schön hin und her. Naja, dann wenigstens zum Abschluss noch ein paar Bilder von der halbwegs ruhigen Repulsine. So richtig gefangen habe ich sie jetzt nicht mehr. Aber ich finde das Flackern so cool. Okay, na denn. In diesem Sinne sage ich mal bis später. Ihr werdet euch jetzt zu Recht fragen, wieso nimmt denn der Trottel kein Drehzahlmesser, wenn er hier schon so einen Drehzahlmesspunkt drauf gemacht hat. Leute, ich habe es probiert, aber dann ist mir aufgefallen, gut, das sieht man jetzt durch das Licht hier weniger gut, aber das Licht von diesem Drehzahlmesser, das reflektiert auch die kleinen feinen Kupferpartikel vom Kupfer-PLA. Ne, da kriege ich hier alle möglichen Werte raus, nur nicht die richtige Drehzahl, wenn ich das da drauf halte. Von daher musste ich das bei der Scheibe jetzt erstmal lassen, die Drehzahl zu messen. Hallo, werte Interessierte der naturrichtigen Technik. Wenn die dann nicht so naturrichtig ist, aber Naturkapieren und Kopieren ist das Thema von Viktor Schauberger gewesen. Und die Repulsine ist das, an was gerade viele arbeiten. Und dank der Gruppe, die erstellt wurde, wo wir uns alle zusammenknüpfen konnten, ist da im letzten Monat richtig was vorangegangen. Wir haben jetzt den ersten halbwegs vernünftigen Prototypen, wo wir uns so alle einig sind, dass das so ungefähr funktionieren konnten. Und um euch das jetzt mal noch ein bisschen darzustellen, wie wir dahin gekommen sind, möchte ich das jetzt nochmal hier für euch wiederholen, dass ihr im Gesamtüberblick seid. Also, so habe ich es erfahren. Wir haben am Anfang verschiedene Pläne von Viktor Schauberger in der Gruppe. Und zwar einmal einen Wassergenerator, wo praktisch mittels Wasser Wirbel entstehen, die mehr Energie im Endeffekt bereitstellen, als das Wasser im freien Fall bringen würde. Und auf der anderen Seite so ein ähnliches Gerät, nur mit Luft betrieben. Am Anfang waren wir uns da unter anderem nicht so richtig sicher, von was wir da immer reden, wenn wir uns da unterhalten haben. Und dann haben wir das erstmal alles aufeinander heruntergebrochen. So, und da habe ich im letzten Video, wo es um die Quintessenzen geht, praktisch alles das, was wir angeblich schon darüber wissen, habe ich einen ganz wichtigen Punkt vergessen, der mir damals noch nicht so richtig klar war, der mir erst durch die Diskussion in der Gruppe so richtig bewusst geworden ist. Und zwar geht's um dieses Kudu-Horn, was Fritz erwähnte und explizit darauf hingewiesen hat, wo er sich geärgert hat, dass er eins hatte und das ist ihm nicht wiedergebracht worden. Und diese Szene habe ich in dem Video der Quintessenzen über die Schauberger Repulsine weggelassen, weil ich mir nicht im Klaren darüber war, was das jetzt explizit mit der Repulsine zu tun hat. Und irgendwann standen wir in der Gruppe da und haben uns überlegt, ja, wenn bis jetzt nur Fakes unterwegs sein sollen, was der Öffentlichkeit präsentiert worden ist. Wir erinnern uns, Viktor Schauberger musste angeblich 1958 eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, indem er praktisch nichts über die Technik weiter veröffentlicht. Ja, und hier, ihr könnt seinen Sohnemann, den Walter, selber hören, wie er es sagt. Und mein Vater hat dann irgendwie in Deutsch mündlich übersetzt bekommen, was da drinnen stand. Und das heißt, wenn er nach Europa zurückgebracht wird, dürfe er bis zum Lebensende über solche Dinge nie mehr reden. Aus. Und nach 3,5 Tagen hat er gesagt, einfach, es hat für mich keinen Sinn mehr. Und ich denke, dann mussten auch die anderen Familienangehörigen sich dem unterordnen. Und deshalb gehe ich nicht davon aus, dass irgendwelche Präsentationen über solche Quellen immer die hundertprozentige Wahrheit sagen. Der Wellenscheibe in Kombination mit einer Beschichtung
die verursacht ganz kleine Wirbelchen. Und dann kann man so mit all diesen Komponenten kann man versuchen, das erste Geometriemodell zu erzeugen. Ein lange verschollenes Aggregat aus. Es ist die letzte Repulsine, die Viktor Schauberger bauen ließ. 1958 war sie in Amerika verschwunden. Entstanden in der Wunderwaffenzeit des Dritten Reiches, wurde die Repulsine nach dem Krieg zu einer Legende. Ein Exemplar hatte angeblich von der Werkbank abgehoben und war an der Decke zerschellt. Daraus entstand im Laufe der Zeit der Mythos, Viktor Schauberger habe die erste fliegende Untertasse gebaut. Im Endeffekt geht es um die optimale Form dieser Wellen hier. Es gab, ich weiß nicht, ob es ihn immer noch gibt, nur einen lebenden Zeitzeugen, der damals diese Repulsine mitgebaut hat. Das war der Fritz Watzel. Und andere Infos als die, was mir Fritz gegeben hat, habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich bin nicht zur Pythagoras-Kettler-Schule gefahren. Ich habe noch nie in meinem Leben mit dem Jörg Schauberger geredet und habe mich auch nie der Implosionsforschungsverein irgendwie zugetan gefühlt, weil ich eben schon die Befürchtung hatte, dass selbst wenn dort irgendwelche Wahrheiten präsentiert werden sollten, dann bist du auch in dieser Verschwiegenheitserklärung mit drin und dann sitzt du genauso im Käfig. Ne? Und das wollte ich aufs Unbedingtste vermeiden. Deshalb war es ganz wichtig gewesen, dass wir diese ganzen Infos alle zusammen wieder zusammengesammelt haben. Und das Kuduhorn. Jawohl. Wir haben uns halt irgendwann gefragt, wie hat die optimale Wellenform auszusehen. Ne? Und da gibt es doch diese Szene oder diese Begebenheit, dass, ich nehme das jetzt mal als Kuduhorn, ne? Das ist ein bisschen länger vorstellen, dass wenn man hier dann Wasser reinlaufen lässt, dann beschleunigt sich das Wasser so sehr, wenn das die richtige Form hat, wie zum Beispiel das Kuduhorn, dass es unten schneller austritt, als vergleichbares Wasser im freien Fall nach unten benötigen würde, von der Zeit her. Na, das ist ja schon ein ganz, ganz krasses Ding, praktisch durch die richtige Form des Einwirbelns da praktisch einen Energiegewinn zu bekommen. Ist es ja dann eigentlich im Endeffekt, wenn das mit dem Kuduhorn so passt, wie es da eben beschrieben worden ist. Und dann könnte ich mir eben vorstellen, dass der Viktor dann dahergegangen ist und sich vorgestellt hat, na gut, dann könnte man das ja auch beschleunigen, indem man das hier praktisch in der Fliehkraft aussetzt und dann hier Wasser durchlaufen lässt und ganz viele von diesen Kuduhörnern praktisch tück im Kreis anordnet. Ne, das wäre praktisch dann so dieses erste Wasserkraftwerk, was da auch mit im Internet kursiert. Das würde dann so Sinn machen. Ne? Dann hätte man praktisch Wasser, was hier reingeht. Hier würde es beschleunigt und durch die Fliehkraft, dadurch, dass das ganze Ding hier dreht und hier in der Mitte immer mehr Wasser angesaugt wird, haben wir dann eben einen Energiegewinn. Im Gegensatz zu dem, wenn wir es nur im freien Fall hätten fallen lassen würden. Ne? Und da die Energie des Drehimpulses angeblich unendlich ist, können wir da bis zu dem Punkt gehen, wo es uns halt das Material zerfetzt. Ne? Aber bis dahin könnte schon ein bisschen Energie gewandelt werden durch diese Wirbelform. Wie man sich das denn so vorstellen sollte, wenn der Torcado hier oben dann mal gezündet wurde. So, ich erkläre es mal so, wie ich den Fritz so verstanden habe. Also, in unserer Luft gibt es ja mehrere verschiedene Molekülarten. Ne, da haben wir angeblich Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und Edelgase. So, und die haben alle ein verschiedenes atomares Gewicht. Ne, die haben alle ja, ein anderes Gewicht. Ne? Und wenn wir jetzt hier so eine Art Staubsauger loslegen, dann ist es ja beim Staubsauger so, dass der die leichtesten Teile als erstes ansaugt. Ne? Meinetwegen Styroporkügelchen, ne? die gehen als erstes in den Staubsauger rein. So, und wenn es hier viele Wasserstoffmoleküle praktisch sind, die ganz leichten Teile, dann dürften die sich alle in der Mitte konzentrieren, weil sie da ja am schnellsten nach unten sausen. Und deshalb, denke ich, ist da in der Mitte ein Loch reingemacht worden, dass hier durch die Mitte dieser Wasserstoff sausen kann. Hat ja auch Fritz gesagt, ne? Da hat er gemeint, in der Mitte der Wasserstoff.
So, die zweitschwersten Elemente wären dann Kohlenstoff und Stickstoff. Die müssten dann eigentlich durch die Membranen gezogen werden, durch die zwei Membranen. Da müssten sie sich eindrehen und dann, wenn die Wellenform stimmt, sich immer weiter beschleunigen nach außen hin. Ja, wenn die Wellenform so ist wie das Kuduhorn im Querschnitt. So, dann beschleunigen die sich nach außen und treffen auf diesen stehenden Ring, wo sie dann in so eine 45-Grad-Drehung umgewandelt werden. Ne, da steht dann unten dran, das ist dann praktisch dieser Ring, der hier. Und ja, der ist jetzt auch noch nicht so groß, wie es zu sein hat. Mir wäre es lieb, wenn der Ring ungefähr nach rechts und links so 5 mm Platz hätte. Wie ist die Geburt des Wassers? Ja, ein toller Gedanke an sich. Es gibt zwei polare Hintergründe. Wenn ich Wasser nehme und sage, besteht aus, sagt er, das eine ist Wasserstoff, ja, ist also ein Gas. Sagt er, und jetzt nehme ich den Sauerstoff, H2O heißt das Thema. Ja. Sagt er, ja, dann glaube ich, bin ich um einen Schritt weitergekommen. Ja. Denn Wasserstoff hat eine positive Ladung und ist ein Gas. Sauerstoff hat eine negative Ladung. Wenn die sich praktisch verbinden, ja, das heißt ähnlich wie wenn ein männliches System mit einem weiblichen System, ja, in Kontakt kommt. Wenn der positive Partner mit dem negativen Partner, ja, geschwängert werden, verbunden werden, ja, dann kommt das Wunder, und es wird Wasser und die nächsten Schritte und deren Vermehrung. Mit den verschiedensten Düsen, mit verschiedener Menge, ja, wurden dann eben, wie man das normal macht in der Experimentalphysik, ja, dass man Versuchsreihen macht. Und das Ergebnis war eben einfach für mich toll, ja, dass je weniger, umso größer war die Information. Also nicht mehr Menge, ja, sondern, und die Wasserfäden waren dann so groß, dass ich gesagt, ich nehme jetzt ein Haar, ja, und je kleiner, gerade dass noch ein Durchlauf möglich war, ja, umso größer war die Information und es wurde also praktisch, damals hat es geheißen mit dem Elektroskop von Exner, ja, hat es geheißen 200, 300 statische Volt, das wäre das Tollste, was man erreichen könnte. Ja, und im Laufe dieser Entwicklungen und in diesen Versuchsreihen waren wir dann plötzlich raufgegangen auf bis auf 2000 Volt. Okay, einmal noch wollen wir es wissen. Waage ist wieder angeschalten und diesmal ist ein 19 Volt Netzteil dran. Da kann ich ja dann von hier oben dann die Drehzahl regeln. Ich hoffe mal, dass das dann so klappt. Okay. Okay, sie läuft. Auf geht's. So, wieder unsere minus 2 Gramm. Ne, plus 2 Gramm. Hier sind wir schwerer. Okay. Nein! Uiuiui. Das war jetzt nicht gut. Fuck. Okay, na, zum Glück hat der Rest ausgehalten. Kann ich das erstmal so hängen lassen jetzt? Eigentlich schon, ne? Naja, es nimmt halt hier ganz schön. Ach, Moment. Ich muss das nochmal kurz ändern. Gut, jetzt aber. Ah, wo ist denn mein... Hier ist es. Gut. Passt das so? Müsste passen. Okay. Na denn.
Okay, jetzt schwingt sie sich wieder auf. Das finde ich jetzt ein interessanter Punkt, wie du so richtig schön hin und her schwingt. Was sind wir denn hier ungefähr bei? Bei 17 Volt ungefähr. Ich guck mal, ob ich das mit den Potties noch ein bisschen besser hinkriege. Aber wenn der einmal anfängt, echt crazy. Okay, also mehr als 17 Volt. Ich fahre mal wieder runter. Mehr als 17 Volt möchte ich den Motor hier erstmal nicht. Ups, ganz vorsichtig. Nicht zumuten. Mich fasziniert schon, dass er überhaupt 17 Volt aushält. Mal gucken, vielleicht gehen wir die Tage mal auf 24 Volt hinauf. Dann auch mal bei Tageslicht, dass das ein bisschen besser aussieht. Aber hier das, ist echt krass. Jetzt hatte ich hier so eine richtig schöne Zitterschwingung. Schalten wir mal ganz aus. So, und dann ganz am Ende nochmal zu den Wunsch 3D-Druckdateien, was uns da am Herzen liegt. Praktisch, wir brauchen zwei solche Scheiben, identisch groß, ne, zweimal dieselben Scheiben. Den Querschnitt davon seht ihr hier im Foto und danach bitte eine Wellenscheibe im STL-Format. Auch nur in der Mitte dann, nur ein Wellenberg, wo dann eingesogen wird. Und die Form des Kudu-Horns bitte, wenn es geht. Das wäre echt toll, wenn das irgendjemand mal als STL-Datei machen könnte. Und vielleicht, wenn es geht, dann dementsprechend auch noch gleich den Ring unten anpassen. Den stehenden Ring, ja, dass die praktisch hier drüber fliegen können. Und dann, hier habe ich schon mal in der Größe ausgedruckt, wie ich es eigentlich bräuchte. Oder wie ich mir vorstelle, sage ich mal so, dass wenn die Luft hier außen dann aus den zwei Scheiben herausgetrieben wird durch die Fliehkraft, dass es dann hier erst auf diesen Ring geht, ne, und dass hier dann ganz knapp die Haube drüber geht. Ne, das wär momentan so mein Wunsch, den ich hegen würde an die 3D-Cat-Designer da draußen. Mal gucken, ob es klappt. Wäre echt toll, wäre echt klasse. Und die Haube müsste halt noch gemacht werden, ne, das kleine Häubchen oben drüber, wo der Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff schon mal vorsortiert wird. Das war's eigentlich schon. Das ist der Klimator, den Viktor Schauberger rausgehauen hat. Und auch hier ist vermutlich irgendwo ein kleiner Fehler. Und momentan sehe ich den Fehler da wieder bei den Wellenplatten. Da wäre es auch schön, wenn wir mal einen 3D-Designer hätten, der auch für einen Klimator die Wellenplatten generieren könnte und das Gehäuse rundherum. Ja. Vielleicht sogar noch den schneckenläufigen Kanal für die Luft, die dann durch die Platte erwärmt wird. Wir haben da auch in der Gruppe mal gemeinsam richtig ein Auge drauf geworfen, mal rangezoomt an das ganze Teil. Und da ist uns aufgefallen, dass diese Herdplatte in der Mitte, da steht da elektrische Herdplatte, dass die zusammengesetzt sein soll aus Aluminium, Silizium und Wasserglas. Da ging mir schon wieder Alaun durch den Kopf und Zeignettesalz mit piezoelektrischen Effekten. Und naja, vielleicht dient die Platte nur dazu, um die Wärme gut leiten zu können, die unten drunter dann die Wellenscheibe kreieren müsste, wenn sie eben richtig aufgebaut ist. Und so denke ich, könnte sie aufgebaut sein, dass praktisch unten in den Wellentälern immer mehr Abstand ist als oben in den Wellenbergen, dass sich oben die Luft konzentriert, es dort warm wird, immer praktisch nur oben warm wird und unten dürfte die dann theoretisch kalt werden, wenn die Luft dann hier durchfließt. So könnten wir schon mal einen kleinen Klimator basteln und vielleicht uns das Heizen im Winter etwas erleichtern. Mal sehen, ob es klappt.